Hallo meine Lieben, jetzt geht es weiter mit unserem Shellac-Experiment. Ich habe hier für uns, wie ihr sehen könnt, fünf verschiedene Shellac aufgelöst. Einmal ein Shellac ganz hell oder hellst sogar. Schaut mal, das sieht man hier vielleicht in der Kamera. Wenn ich das so drüber gehe, dann kann man sehr gut erkennen. Dagegen hier ein Shellac Lemon. Man könnte es ja denken, die zwei sind gleich, aber die sind tatsächlich nicht gleich. Dann ein Shellac Hell. Wenn man das vergleicht, schaut mal, dann ist das hellste wirklich sehr hell. Dann ein Shellac, auf den ich sehr gespannt bin, das Shellac Rubin. Bin ich total gespannt darauf. Und dann auch ein Shellac Orange. Das ist ja der, den man vielleicht auch teilweise neben dem Shellac Lemon am meisten kaufen kann. Und ich habe hier verschiedene kleine Acrylpapier bzw. sogar Encaustikpapier vorbereitet, weil ich möchte mit euch mal das Experiment wagen und euch ein bisschen einfach mal den Shellac näher bringen. Das heißt, ich werde mir zuerst verschiedene Shellacs hier auftragen, damit wir einfach sehen, wie diese Shellac aussieht. So, jetzt haben wir hier, schaut mal, das sieht so aus. Das ist jetzt der Shellac Hell. Und ich werde jetzt hier diesen Pinsel dazu nehmen. Ich mache den Pinsel dann nachher gleich sauber und trage das hier auf. Ihr seht ja, das ist so leicht gelblich, aber wirklich nur ganz leicht. So, dann wollen wir das nicht unbedingt alles verlaufen lassen. Das wird ja gleich so. Dann nehme ich mal jetzt als Vergleich den Shellac, das hellste. Und dann schaut mal hier, das ist der Unterschied. Das eine ist wirklich so ein bisschen orangiger und das ist ja ganz, ganz hell. Und das tragen wir hier auf dieses Papierchen. Das ist auf dem Papier eigentlich, ja, man sieht es fast im Gegenteil zu dem noch heller, also fast tatsächlich fast transparent. Das tue ich hier mal daneben, damit ich nicht durcheinander bringe. Dann haben wir hier den Shellac Lemon. Schaut mal, der ist so ein bisschen, ja, nicht durchsichtig, sondern so ein bisschen matt. Muss ich mal hier die Dosenverschlüsse auch drauf aufpassen. Suche ich mir einen kleinen Pinsel. Der Shellac Lemon. Da sieht man aber auch schon eindeutig, dass der Shellac Lemon eine ganz andere Farbe hat. So, noch ein bisschen raus. Dann kommt hier den Verschluss. Dann nehme ich jetzt als nächstes den Shellac Rubin. Entschuldigung, den Shellac Orange ist das. Nicht Rubin, sondern Orange. Dann nehme ich nochmal so einen Pinsel. Dann habe ich hier, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht tropfe. Wow. Das ist das Orange. Also man merkt eindeutig, auch den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Das ist schon ein bisschen heller. Das ist der Shellac Hell, der so ein bisschen gelblicher ist. Und das ist der Shellac, der am hellsten ist. Schaut mal den Unterschied. Da kann man fast nicht erkennen.
Und dann bin ich jetzt hier sehr, sehr gespannt auf diesen Shellac Rubin. Da nehme ich mir auch einen kleinen Pinsel. Und dann der Shellac Rubin wird bestimmt, ich hoffe, Rubinfarbe. Naja, der ist, der orangene Shellac ist fast noch intensiver von der Farbe. Aber wartet mal, vielleicht habe ich da etwas, was sich abgesetzt hat. Ich schütte den mal ein bisschen noch. Nee, nicht wirklich. Also tatsächlich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Rubin, weil ich habe gedacht, dass dieser Rubin wesentlich dunkler ist und schaut mal, der ist sogar heller als das Orange. Also das ist jetzt der Rubin und das ist Orange. So. Aber nichtsdestotrotz alle sehr interessant und man kann natürlich damit auch wunderbar experimentieren. Und wenn man jetzt nur ein wirklich klare Auftrag auf dem Bild haben möchte, also ein, vielleicht einen transparenten Glanz auf dem Bild haben möchte, dann würde ich tatsächlich diesen Shellac, das hellst, benutzen. Der gibt es auch bei Crema Pigmente zu kaufen. Ich habe hier mal, ihr seht hier mal bei Crema Pigmente den gekauft und der ist auch wirklich, ja, man kann es sehr gut erkennen, vielleicht in diesem kleinen genau, in diesem kleinen Behälter, in diesem kleinen Sack, dass es wirklich ein sehr schönes, klares Shellac ist. Das heißt, wenn ich einen klaren Überzug für mein Bild haben will, dann würde ich tatsächlich diesen Shellac Hellst benutzen, weil dann würde ich ja kaum den Shellac sehen, sondern ich würde einen wunderbaren kleinen Überzug haben. So, dagegen den Shellac Lemon, der hinterlässt natürlich schon, das ist ja auch der, den man am meisten zu kaufen bekommt, der hinterlässt dann auch so ein Lemon, ja, tatsächlich so ein bisschen wie Zitrone, ne? Oder wie Orange fast. Den Shellac Hellst, der helle Shellac unterscheidet sich ein bisschen schon von dem anderen. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ich nehme das jetzt mal zur Seite, weil das ist ja unterschrieben, das heißt, ich weiß jetzt, wo welcher Shellac ist. Ich habe hier aber für mich auch ein, das ist der Lemon, das ist der helle, genau. Und ich habe hier für mich etwas ganz Lustiges gemacht. Und zwar habe ich mir schon so Plätzchen vorbereitet für den Brand mit dem Shellac. Schaut mal, und zwar diesmal habe ich nur 4, also das Rubin und das beziehungsweise das Hell werde ich nicht nehmen, das heißt, das Hell können wir schon im Prinzip zudecken und zur Seite nehmen, aber das kennen wir schon. Und ich möchte mit euch noch ein kleines Experiment machen. Und zwar diese Shellac nochmal auf einem Wachsmedium auftragen. In dem Fall ist es ja tatsächlich ein Encaustic-Medium. Also ich habe das Encaustic-Medium in vorhin einfach geschmolzen und habe hier auf dieses Papier aufgetragen. Das ist auch so ein spezielles Encaustic-Papier. Und dann werde ich das hier auf das Encaustic-Medium dieser jeweilige Shellac auftragen und im Nachhinein würde ich das ein bisschen anbrennen. So, das heißt, ich
muss ja sehr aufpassen. Vielleicht muss ich auch meine Haare zusammenbinden und werde das für euch ein bisschen mit einem Brenner einbrennen. Aber zuerst mussten wir mal den Shellac auf das Encaustic-Medium auftragen. Und da der Shellac ja mit Alkohol versetzt ist oder in Alkohol aufgelöst ist, besser gesagt, müssen wir natürlich mal mehrere Minuten warten, bis dieser Alkohol sich ein bisschen verflüchtigt hat, weil sonst haben wir ein sehr, sehr großes Problem, dass, da gehe ich hier in Flammen auf. Also das macht ihr bitte nicht nach, weil das ist wirklich sehr gefährlich. Und ich möchte aber trotzdem einfach euch zeigen, wie das geht, weil man auch, denke ich, hier noch mehr die eigene Farbe von dem Shellac sehen wird. So. Also ich trage zuerst alle von diesen Papierblättern mit den jeweiligen Shellac auf. Und dann warten wir noch mehrere Minuten. Also ich würde sagen, mindestens 20 Minuten muss man warten, bis sich der Shellac verflüchtigt hat. Und dann kann man diesen Shellac mit einem Brenner anbrennen. Und dann kommen solche kleine Effekte, zum Beispiel wie hier. Das war ja dieses Shellac hell, deswegen habe ich das jetzt nicht nochmal genommen, weil das war dieser helle Shellac, den ich ja hier zum Beispiel auch mit Pigmenten, mit einem Maya Blau Pigment versetzt habe und dann angebrannt habe. Ihr seht hier das, das ist ein bisschen angebrannt. Dann habe ich hier einen Shellac mit einem Pigment, Rouge Pigment versetzt und dann auch mal hier so aufgetragen und angebrannt. Hier ist komischerweise das Kasseler Braun, ist überhaupt nicht braun, wie ihr sehen könnt, aber ist auch einfach auf Shellac oder ganz wenig von dem Pigment auf Shellac aufgelöst oder im Shellac aufgelöst und angebrannt. Dann habe ich hier eine Bronze Pigment auf Shellac, aber eben ohne Encaustic Medium drunter und das auch angebrannt, dann bekomme ich solche Effekte. Und dann habe ich hier das gleiche, nur zum Vergleich, das Bronzepulver auf das Encaustic Medium. Also hier schaut mal, das ist ohne Encaustic Medium drunter und das ist mit Encaustic Medium und im Prinzip genau das gleiche Bronzepulver. Und da entstehen solche Effekte. Und dann habe ich hier das Maya Blau auf diesem, auch auf dem Encaustic Medium, also Maya Blau versetzt mit dem Shellac oder aufgelöst im Shellac und dann eben auf dem Papier angebrannt. Das Ganze schauen wir uns natürlich nachher nochmal genauer an. Ich werde jetzt mal kurze Pause machen, lasse das Ganze hier so ein bisschen antrocknen und mache meine Pinsel sauber und wenn das Ganze angetrocknet ist, dann sehen wir uns gleich nochmal und dann zeige ich euch, wie man das hier eben verbrennen kann. Ich muss meine Haare zusammenbinden, sonst habe ich nachher keine Haare mehr. Also, bis zum nächsten Video.